Und hallo Leute, willkommen zur neuen Fairy Tail Anime Review von der Folge 182. Die Folge fing an, indem der königliche, dieser weiße Ritter, ins Lava gelaufen ist, um bis zu Lucy und Yukino, um die hochzuschieben, damit sie nicht von der Klippe fallen und ins Lava fallen und sterben. Bevor er jetzt ohnmächtig geworden ist, hat er gesagt, dass die beiden zu der Prinzessin gehen sollen, mit ihr reden sollen und sagen sollen, und mit ihr über den Plan El Calypso reden sollen. Die Yukino war total fertig und auf einmal sah man einen Arm aus der Lava kommen, und das war dieser Hologramm oder wie der hieß, diese Uhr, die er hat. Horologium oder so, ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Und dann kam auf einmal Loki mit den Schlüsseln von Lucy und den Schlüsseln von Yukino. Die freut sich ja nämlich, dass sie ihre Schlüssel zurück hat. Dann haben die jetzt die perfekten Materialien, um zu kämpfen. Danach hat sich das Bild zu Natsu und der Anführer von diesen Hinrichtern geschwenkt. Die beiden haben gegeneinander gekämpft. Der hat auf Natsu irgendwelche Zeichen hingelegt, Handabdrücke. Danach hat er seine beiden Waffen miteinander so kombiniert. Da hat das sowas wie ein Boomerang gegeben. Er hat ihn auf Natsu geworfen und Natsu ist den ausgewichen. Aber wegen den Handabdrücken folgt dieses Boomerang-mäßige Ding Natsu die ganze Zeit. Dann hat man nur noch gesehen, wie der weiße, als hat das Bild sich geschwenkt, da hat man gesehen, wie der weiße Ritter auf dem Boden lag, neben Happy und Shellaloo. Und dann auf einmal hat Virgo, die Dienerin da beschworen. Und Yukino wundert sich, dass die und Loki miteinander verwandt sind. Aber sind die nicht, weil er hat ihr gesagt, dass sie ihn großer Bruder nennen soll. Lucy hat gesagt, dass sie zwei Ding graben soll. Löcher, wo man sich verstecken kann vor den Wind. Und dann auf einmal hat der Gegner angefangen, alles in Eis zu frieren. Alle fast jeden ist kalt. Also Lucy und Yukino ist kalt. Dann auf einmal war noch Yukinos Stellengeist. Die Kraft der Waage hat. Also die kann Gravitation je nachdem umformen, wie die will. Dann hat sich das Bild zu Wendy geschwenkt, wie die in einem Haufen voller getrockneten Pflaumen ist. Und dann auf einmal hat ihre Gegnerin irgendwelche Blumen beschworen. Die Blumen haben ihm einen Duft abgesondert, die den Gegner in einen, sagen wir mal so, Todesschlaf bringen. Und danach hat sich das Bild wieder zu Lucy geschwenkt, wo Loki ihr Hemd auszieht und sagt, wärm dich an mir, Fleisch ein Fleisch. Und dann auf einmal hat Virgo angefangen zu tanzen. Ich weiß jetzt auch nicht wieso. Loki hat auch angefangen zu tanzen. Man sah auch, dass die eine gute Bindung hatten. Und dann kam auf einmal Tauros, der andere Stellengeist von Lucy. Der konnte irgendwie überhaupt nichts ausrichten, obwohl das so aussah, als ob er was ausrichten konnte. Nur er rennt und er fällt aufs Maul und ging wieder zurück. Und dann auf einmal hat Loki das Eis um sich herum zerstört. Danach hat die Wagenstellengeister von Yukino die Eisbrocken genommen, auf ihn gefeuert. Und er ist jetzt richtig sauer geworden. Und griff jetzt extremst an. Und dann auf einmal hat Lucy Plu beschworen. Und er ist ja sauer. Und Plu hat geholfen, den ein bisschen abzuregeln. Und dann kam Abby. Ja, der sagt immer Abby, der Krebs. Der hat den ganze Zeit neue Haarschnitte verpasst. Und dann hat der Gegner angefangen, ihn mit Steinen so anzugreifen. Und er ging direkt K.O. Dann hat er seine Hinrichtungsmagie eingesetzt, wo Hinrichtungswaffen rauskamen und alle eingesperrt haben fast. Und dann hat Yukino seine, sagen wir mal so, Fische beschworen. Die hießen Pyrsko. Die waren schon extrem stark. Danach hat Lucia ihren Skorpion beschworen, glaube ich, hieß der.
Und der war irgendwie ein bisschen schockiert, weil der nur sowas tun durfte und Leute nur befreien konnte. Dann hat Loki zusammen mit Pyrrhus zusammengearbeitet und haben so eine Kombi hingelegt, dass die den Gegner in dem Wirbel einsperren konnten. Und dabei noch konnte Loki dann mit seinem Regulus Impact angreifen. Und auf einmal gingen die Pyrrhus beide down. Und dann sagt Yukino, ich muss meinen Ass raus zeigen. Und hat dann auf einmal die zwei verwandeln lassen in ihrer wahren Form, also in ihrer menschlichen Form. Die haben dann gekämpft. Also, das war sozusagen Mutter-Sohn-Duo. Die sahen irgendwie schon recht cool aus. Die haben gegen die gekämpft und dann auf einmal gegen den Typen gekämpft. Dann auf einmal hatte der Wasser beschworen und das war die Schwachstelle von den beiden. Obwohl die Fische sind. Fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Und dann auf einmal sind die wieder zurückgegangen zu Yukino. Danach hat Lucy gemerkt, dass es ja Wasser ist. Und im Wasser kann man ja Aquaria beschwören. Die ist, glaube ich, so. Und genau als die Person beschworen hat, hat die Folge geendet. Naja, Leute, ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Bis dahin und ciao.